Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und das ist nicht irgendein YouTube-Video, denn wir sind hier gerade bei KTN in Bonn. Und wir holen hier gerade ein absolutes Traumbike ab. Also ich bin richtig, richtig hyped. Tobi ist auch schon da und dann wird er uns mal zeigen, welches Bike wir heute hier mitnehmen werden. Wir sind jetzt hier beim lieben Tobi. Servus Maurice, hi, freut mich. Ich habe schon gehört, du hast was Cooles vorbereitet für uns. Ich habe was Schönes für dich da stehen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Kannst gerne mal reingehen, ja. Schau das Ganze mal an. Ja Maurice, deine neue XC mit Supermoto-Umbau. Ist die schön. XC300. Schon andere Spiegel dran gemacht. Jawohl, ne? Genau. Wie du siehst, schöne Oversize-Scheibe von Motomaster drauf. Krank, wirklich krank. Sieht richtig geil aus. So schön. Ja. Ja, erzähl mal kurz das den Leuten, was genau wurde jetzt alles an der Maschine hier gemacht? Wir haben einen kleinen Supermoto-Umbau gemacht. Das heißt, wir haben Supermoto-Felgen verbaut. Reifen sind gerade drauf. Der Conti SM Attack. Haben eine Oversize-Scheibe verbaut, ja, um ja, adäquate Bremsleistung da einfach zu erzeugen. Und ein paar Lenkerinnenspiegel von der Firma Highsider, ja, von KTM aus dem Zubehör. Auch noch zum Ankicken oder ne, ist die nicht mehr, ne? Ne, nee, genau. Die ist, ja, seit ein paar Jahren, Elektro, richtig. Ne? Seit den TPIs ist das Geschichte, zum Glück. Ich muss jetzt immer darauf achten, dass man hier das Öl separat machen muss, ne? Korrekt, richtig, ja. Mit Einspritzung dann auch, genau. Ne? Boah, wunderschönes Bike, wirklich. Kannst du uns so ein paar Eckdaten zu dem Motorrad sagen? Welches Baujahr ist das? Wie viel Leistung hat die? Ja. Also pass auf, es ist eine 23er. Ja. Ja. Tatsächlich haben wird die sowas Richtung 55 PS. Ja, tatsächlich, da gibt es ja keine offiziellen Verlautbarungen drüber, da halten die sich immer zurück wegen dem Thema Straßenzulassung. Ja. Ja. Das ist so eine Geschichte. Bei dir ist verbaut jetzt Leistungskummer und sowas. Mhm. Ja, für möglichst viel. Muss man so zu sagen, genau. Ansonsten mega leichtes Motorrad mit knapp über 100 Kilo nur. Mhm. Ja, das macht echt Laune. Irgendeiner hier reinkommt und sagt, er möchte eine XC Zweitakter mit Straßenzulassung haben und komplett auf Supermoto umgebaut. Wie lange müsste der ungefähr warten, bis es fertig ist? Ja, dann bauen wir den um, besprechen da einfach den Umfang und dann wird das schon ein paar Wochen je nach Felge und sowas in Anspruch nehmen. Mhm. Aber 3 bis 4 Wochen könnte man schaffen. Ja. Sehr cool. Tobi, also ich würde sagen, schöner hätte man das Motorrad nicht machen können. Gefällt mir sehr. Das nehme ich auf jeden Fall. Maurice, viel Spaß mit deinem neuen Bike. Dankeschön. Ja. Dann nehme ich das mal mit, Leute. Dann stellen wir das mal in die Sonne. Ich glaube, dann kommen die Felgen auch noch mal viel besser zur Geltung. Ich kann nicht glauben, dass ich jetzt hier den 300er gleich fahre. Also vielen Dank nochmal an KTM Köln-Bonn, dass sie das ganze Projekt hier ermöglicht haben. Schaut gerne auch mal bei der Instagram-Seite bei denen vorbei. Wir haben auf jeden Fall viel mit der vor. Die wird nicht mehr so aussehen, wie sie jetzt aussieht. Aber jetzt freue ich mich erstmal, das ganze Schätzchen mal zu testen. So Leute, wir sind am Spot angekommen. Ich habe gerade die Fantic gefahren, damit ich mit dem Schätzchen hier noch nicht irgendwie eine Runde fahren kann. Also der Sound hört sich schon mal krank an. Aber ehrlich gesagt, ein bisschen Respekt vor der Maschine. Leute, lasst uns reale, also ich bin die wirklich noch gar nicht gefahren, damit ich jetzt echt ehrlich sagen kann, wie die ist. Boah, Junge. Boah, die will direkt, ne? Fazit auf jeden Fall, super geiles Bike, lässt sich super schön fahren. Das Einzige, was noch stört, ist der Kennzeichenhalter, der ist zu lang, den schleife ich, wenn ich richtig coastern will. Aber ist einfach abnormal, das Bike, es macht richtig Spaß, auch zu wheelen. Also Zweitakter zu wheelen, wenn man es kann, ist echt geil. Leute, also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Bike. Wir werden euch mitnehmen, wir werden hier nochmal ein bisschen was umbauen. Denke Sitzbanken, Plastics, Dekor, mal schauen, was alles noch so darauf kommt. Das war es jetzt erstmal vom Video. Wenn ihr Bock habt, mehr zu sehen von dem ganzen Umbau, dass wir euch ein bisschen mitnehmen bei diesem Zweitakter-Stunten, schreibt es gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.